Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Was geht, liebe Leute? Es wird ein saftiges Video, das verspreche ich euch. Denn wir zeigen euch heute nicht nur unsere wunderschöne Küche und unser wunderschönes Wohnzimmer. Nein, wir zeigen euch auch noch eine wunderschöne neue Cam. Also, wenn es euch vielleicht aufgefallen ist, die Kamerakenner unter euch, sind wir schon bereits ein bisschen weitwinkliger. Ja, als bei den letzten Videos. Ne? Genau, bei den letzten Videos, weil wir einfach ja die Problematik mit unserer Optik hatten, die ist kaputt gegangen, die Kontakte. Wir wissen nicht, woran es liegt, werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten, aber bisher wissen wir es nicht und wir filmen die ganze Zeit auf dich dran. Mega stressig und nervig. Heute haben wir eine neue Kamera und die möchten wir euch während des Videos einmal vorstellen. Und zwar die DJI Pocket 2. Liebe Leute, hier seht ihr sie jetzt gerade noch mit Extension. Das Display, also mein Handy, nehme ich mal ganz kurz ab und ich zeige euch das erstmal in der originalen Form. Sieht sehr individuell und sehr elegant aus. Super sexy sieht das aus. Ihr seht, oben ist die Kamera, 3-Achsen-Gimbal angebracht. An dem Körper unten, der auch sehr handlich ist. Ja. Der Griff. Ich finde, man sieht auch mal, wie klein das ist im Vergleich zu deiner Riesenhand. Ich habe gar nicht mal so große Hände, muss ich sagen. Ja, deswegen finde ich, sieht man das richtig gut. Ne? Ja, hier haben wir dann das Display, hier haben wir auch die ganzen Funktionen. Die kann man dann mit Touchscreen quasi hier alle eingeben, hoch und links und rechts swipen und so weiter. Um euch das nochmal mehr zu visualisieren, stecke ich jetzt wieder das Handy an. Zack, ganz normal über einen Lightning-Anschluss. Badaboom! Mega nice. Leute, wir haben hier in der Optik 20 mm Weitwinkel, das heißt, schon mal eine ganz andere Perspektive. Macht mich jetzt schon glücklich und das Geile ist, dass es zusätzlich noch so ein Unclip-Objektiv bzw. eine kleine Linse gibt, die das Ganze noch mal ein bisschen tuned. Klick! Per Magnet einfach aufgesetzt. Jetzt sind wir bei 15 mm Weitwinkel. Freunde, wie geil ist das denn? Guckt euch das an! So, jetzt haben wir ganz schnell im Hintergrund schon mal gezeigt, wie es hier aussieht. Doch jetzt zeigen wir euch erstmal die wunderschöne Küche und das Wohnzimmer in ein paar nice Impressions, die wir mit dieser Cam aufnehmen. Also viel Spaß, Freunde. Krass ist bitte diese Küche oder auch dieses Wohnzimmer, ne? Also ich komme immer wirklich, noch nicht klar. Wirklich schön geworden. Alleine die Fertigstellung oder ich sag mal der jetzige Stand, es ist ja noch nicht ganz hundertprozentig final, speziell ganz viel Dekoration und so weiter kommt noch hinzu oder muss noch umgestellt werden. Safe. Aber tatsächlich, so wie wir es jetzt haben, gibt uns schon mal ein ganz anderes Lebensgefühl und man spürt einfach, wie das dann zukünftig auch aussehen kann. Und was und ich persönlich... aussieht einfach ja, gerade. Es ist mein Traumküche, ist mein Traumwohnzimmer. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich bin wirklich so, so baff. Schreibt sehr gerne mal in die Kommentare. Wie findet ihr, ist uns die Küche gelungen? Jetzt sieht man ja auch richtig, wie schön hell es geworden ist und wie geil das aussieht mit den Fliesen und die ganzen Pots, die wir in Bali gekauft haben. Endlich ich die Möbel ausgefahren. Nochmal rüber. Was ich gerade sagen wollte, ist, dass wir diese Küche selbst gezeichnet haben. Und wer ist davon ausgegangen? Du hast es letztlich gezeichnet. PowerPoint. Dass da die eigene Arbeit drin steckt, macht das alles nochmal wesentlich persönlicher. Und wer hätte gedacht, dass es letzten Endes so cool aussehen also würde? Also hier muss man sagen, der Herd ist gerade noch provisorisch drin. Also dieser Rahmen wird nicht drin sein. Ja, der kommt raus. Das Loch ist leider ein bisschen zu groß geworden, ein bisschen überlappend.
Deswegen haben wir das jetzt provisorisch drin. Hier sind noch gar keine Schränke drin, die werden wir jetzt erst anfertigen lassen. Ich finde das so eigentlich auch ganz nice mit den offenen Rohren so da unten. So bleibt das nicht. Hier natürlich auch, hier möchte ich gerne solche Gläser haben. Also so große Gläser, wo wir auch unsere Nüsse und Samen und Haferflocken und Granola und alles schauen können. Ja, das ist jetzt alles noch so ein bisschen provisorisch hier alles reingeballert. Bitte diesen Bereich nicht filmen. Auch das ist noch nicht final. So schön, dass dadurch, dass die Türen ja offen sind, diese großen Moving Panels, wie ihr seht, links und rechts gestort, wirkt das Wohnzimmer aber nochmal wesentlich größer, weil es über die Terrasse quasi den Raum verlängert. Genau, und hier haben wir unsere Couch mit unserem Couchtisch. Und auch hier, ne? Also wir haben jetzt ein paar Kissen rausgeholt, aber wir haben so viele coole... Aber hier kommen gar nicht mehr Kissen. Die Kissen, von denen du sprichst, die kommen da zu dem Dining Table. Ah, okay, okay. Und in den ganzen anderen, in den Gästezimmer, dann dieser eine Wandbereich. Ja. Mega nice. Genau. Hier überall noch hier Sitzmöglichkeiten. Hier kommen auch noch Pflanzen, Lampen. Hier haben wir auch so eine schöne Area, wo du dich direkt nach dem Seitdem unser Wohnzimmer auch übrigens fertig ist und die Küche, gehen wir auch viel öfters baden, ne Schatz? Jeden Tag 2-3 Mal springen wir in den Pool. Ist ja wirklich nicht mehr problematisch, sich einfach hier droppen zu lassen. Ihr merkt, wir sind gerade richtig, richtig hyped. Also wir können es ja, wie lange warten wir, ne? Dass dieser Bereich endlich fertig ist. Ich kann jetzt endlich kochen für Mila. Jeden Morgen bereite ich Frühstück mit diesem wunderschönen View vor. Da geht die Sonne auf. Es ist wirklich ein Traum, Freunde. Wir können unser Glück immer noch nicht fassen, ne? So, liebe Leute, ich glaube, zur Stabilisierung muss man nicht mehr viel sagen. Ich bin hier durch die ganze Butze gelaufen, links, rechts, Schwenk, hin und her und das Bild ist einfach super smooth. Aber ich meine, das ist das, was DJI am besten kann, nicht wahr? Es gibt verschiedene Modis, wie man die Stabilisierung für sich individualisieren kann. Entweder mit langsamen Follow, schnelleren Follow. Man könnte rein theoretisch sogar auf dem Display ein Kästchen um ein Objekt ziehen, zum Beispiel in diesem Fall jetzt mein Gesicht, und egal wie ich mich bewege, die Kamera würde halt mit dem Gesicht mitziehen. Dann kann man halt entscheiden, wie individuell die Stabilisierung sein soll, in die Richtung Schwenklenk, genau, richtig. Oder man geht halt in die Action-Cam-Variante, sodass man, wenn die Kamera zur Seite tiltet, dass sie dann auch mitgeht. Ich bin jetzt gerade im Vollstabilisierungsmode. Das ist super, super praktisch, aber alles Sachen, die man von vornherein eigentlich schon kannte. So, was jetzt interessant ist, ist der Ton. Die Kamera hat, wie ich jetzt hier sehe, am Körper 4 Eingänge. Gerade fürs Vloggen ist Ton unendlich wichtig. Und sobald man jetzt auf die Straße geht und ein bisschen Traffic im Hintergrund hat, oder wie hier jetzt zum Beispiel, wir haben hier echt gut einige Windschneisen. Habt ihr vielleicht auch im Video gemerkt, gibt es den einen oder anderen Part, wo dann der Ton leicht wegbricht. Was DJI aber jetzt gemacht hat, das möchte ich mit euch gemeinsam testen. Die haben hier so einen Transmitter. Ich sehe es gerade auf dem Display, sieht ein bisschen aus wie ich, oder? Den kann man aktivieren, über Bluetooth mit der Kamera verbinden. Dann steckt man sich das an. Bei mir jetzt natürlich ein bisschen schwierig, weil ich nichts anhabe. Aber wir werden das jetzt einfach mal hier halten. Und dann sollte der Ton mit der toten Katze obendrauf eigentlich kein Problem mehr machen. Und das werden wir jetzt mal ausprobieren. Hallo. Mic-Test. 1, 2, 3. Ich stelle mal die Kamera hier drüben hin. Schau mal, inwiefern der Ton jetzt hier sauber und klar aufgenommen wird. Hallo. Wie geht's euch? Geht's euch da hinten? Ich gehe mal um den Pool rum. Schau mal, ob die Verbindung auch gut besteht, wenn ich jetzt einmal hier um die Kurve, um die Ecke rumgehe. Wum. Hallo? Bin ich immer noch da? Mic Test, 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 Test. Mic Test. How's everybody doing? Hello? Ja, ist natürlich für mich jetzt relativ schwierig zu sehen, wie gut die Mic-Quali ist, bis zu dem Zeitpunkt, dass ich es gleich schneide. Aber für euch einfach mal der direkte Unterschied mit und ohne Transmitter. Gut, dass die Kreissäge gerade angeht. Kann man das hören? Weil die würde wahrscheinlich den anderen Ton komplett zerstören. Schauen wir doch mal, wie der Ton die äußeren Einflüsse gerade unterdrückt. Hallo hier vom Schnitt. Gerade gecheckt. Ton ist mega nice. Und ich habe gerade noch was gefunden. Man kann zoomen. Wie geil ist das? Wunderschön. Alter, sieht man ja jegliche Poren. Ich weiß gar nicht, ob das ein Vorteil ist. So, was kann man noch sagen? Derbe nice 4K 60 Bilder. Das heißt, man kann in der hohen Auflösung in diesem kleinen Gerät in eine leichte Slow-Mo gehen. Feier ich derbe. Man kann geile Timelapse machen, indem du verschiedene Punkte auswählst und dann über einen Zeitraum von einer halben Stunde oder was macht er eine super smooth Bewegung. Dann kannst du eine Hyperlapse machen. Du kannst Panoramabilder aufnehmen. Also dieses kleine Gerät kann auf jeden Fall jede Menge und es ist definitiv wert, das mal auszuchecken. Was jetzt wichtig ist, natürlich kann man die 4K in 60 Bilder Slow-Mo ziehen, aber wir wollen nochmal schauen, was die richtige Slow-Mo drauf hat. Checken wir das auch nochmal aus. Go!
liebe Leute, man stelle sich mal vor, wir hätten damals Flying Pandas komplett mit der DJI Pocket 2 aufgenommen. Das hätte uns einiges an Zeit gespart. Dann gab es jetzt noch Aufnahmen aus der Luft. Natürlich habe ich die Pocket nicht in die Walachei geschmissen. Nein, es war eine Drohne. Und zwar keine geringere als DJI Mini 2, die sich hier unter meinem Handy versteckt. Ist wirklich crazy, wie klein sie ist. Sie könnte wirklich auch Pocket Drone heißen. Sie wiegt 249 Gramm. Und für die Drohnenkenner unter euch, ihr wisst ganz genau, was das bedeutet. Kein Führerschein. Das heißt aber nicht, dass die Qualität deswegen schlechter ist. Ich habe sie die letzte Woche mal testen dürfen und hier seht ihr, was dabei rausgekommen ist. Wirklich überragend. I'm scared of being alone with me. So I think I'm better off with you tonight. Don't let me down. I need you now. You're the only darkness to these blinding lights. Those empty bottles don't even dance so closely. I'm still alone. Broken glass, tonic water, dirty floor, shabby sofa. Come and take me home. My head is falling down. My thoughts are falling out. My head is falling down. Unterwegs, was geht denn? Sehr cool. Bravo, sehr schön. So Freunde, wir lassen den Tag mal wieder im Pool ausklingen, weil wir einfach solche Poolfreaks geworden sind. Ja klar, mit so einem Pool vor der Haustür. Liebe Leute, Kamera und Drohne für euch in der Infobox verlinkt. Lohnt sich definitiv mal vorbeizuschauen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Falls ihr nichts verpassen wollt, dann selbstverständlich abonnieren, werdet ein Teil von Team Chivo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Stay positive und Tschüssikowski. Let me go